steht etwas. Manchmal wäre man gescheiter, man wäre schleuer. Mein Name ist Stefan Theiler, ich bin Videoapotheker von Berner Altstadt und ich war 2 Tage in der Urschweiz und ich wollte richtige Urschweizer Stimmen hören zu Corona, die eben kritisch sind. Und da habe ich in Ingebol in einer Küche den Schafhirt Josef getroffen. Und er hat gesagt, er glaube das Corona nicht, weil er hat vor 12 Jahren schon seine 800 Schafe müssen schützen. 800 Schafe hat er geschützt, weil landesweit hat man alle Klauentiere wollen impfen, das heisst Kühe, Geissen und Schafe. Aber er hat seine Schafe geschützt und für ihn ist Corona ein fertiger Seich. Lassen wir doch ihm zu. Und du weißt, es ist auch Gewerder, oder? Ich denke. Herger. Ah, ja, ja. Nein. Urne! Also, das ist sicher zweimal. Das ist Strage, nur Strage. Da wird das Mittelstand ausgerückt. Ja. Ja, da. Das siehst du richtig. Ja. Und wir werden immer schwächer. Ja. Und wenn die Grenzen zutaten, verhungern wir in einem Monat. Ja. Haben wir alle Hunger. Ja. Wo bist du ins Alp gegangen? Surren. Surren Alp. Von Engelberg kannst du rauf oder kannst du auch vom Mutterland, vom Brusti. Mit der Seilbahn, dann musst du aber etwa. Ja, dann musst du 4 Stunden schon laufen. Aber du hast einfach kein Schaf mehr. Nein, ich kann selber nicht. Die Bauern bringen es. Ja, du machst es ja immer noch, die Arbeit. Ja, ich mache es schon immer noch. Kennst du noch Leute von dieser Blauzungen-Revolte, die wir hatten? Ja, du hast. Und da leben auch noch viele, oder? Ja, ja. Das ist nicht so wie Domini und seine Freunde, die so alle gestorben sind. Ich kann auch nicht lernen. Ich habe keine Zeit. Ja, ich auch nicht. Der ist ja bei der EWR. Ist ja der dabei. Ja, wir sind enttäuscht, was in das Lokal gewählt hat. Es ist eine Schande, von mir aus gesehen. Da, wo uns die Alten den Bundesbrief aufbewahrt, und die haben angefangen in Novene Domini, eine Frage, haben wir euch im Vertrag auch noch mal Gottes aufbauen oder machen? Also das war vor 8 Jahren, ja. Da haben ihr euch die 60. Höhe zusammengetan, damit eure Schafe oder Vieh... Ja, oder eine Rinde. Blauzunge, ja. Blauzunge, also dort hat man gesagt, es ist eine Blauzungenseuche da. Ja. Dann ist es etwa 2 Jahre, 2,5 Jahre gegangen und dann hast du nichts mehr gehört. Ja. Nichts mehr. Dann ist da Klimaerwärmung gekommen. Ja. Das ist es auch ein Lüg gewesen. Sicher ist es ein Lüg gewesen. Sicher ist es ein Lüg gewesen. Und das Kanon ist ja noch eins ein Lüg. Ja. Also das ist so wie der Kantonsarzt. Und der Kantonstierarzt hat mir das mal gesagt. Was die Region heute bewegt hat, das erfahrt ihr genau hier. Grüße und willkommen zu den Telebernews. Jetzt hat der Querkopf Stefan Theiler übertrieben. Der Berner Gemeinderatskandidat verfolgt und belästigt die Kantonsärztin. Jetzt längt es nach einer chaotischen Demo heute von den Corona-Skeptikern, die der bernische Sicherheitsdirektor Demonstrationen verbieten. Kantonsstierarzt hat mir das mal gesagt. Sagt er jetzt eins. Er sei Kantonsstierarzt und die Sperre, die er aufmachen, das war mir klar. Niemand anders. Nicht die in Bern oben. Er verfolgt Berner Kantonsärztin Linda Narte im feisteren Quer durch die Stadt Bern.
belästigt und greift sie verbal an wegen ihren Aussagen zur Corona-Pandemie. Er lässt das Ganze filmen und stellt das Video schliesslich online. Der Stefan Theiler, Berner Gemeinderatskandidat. Rassiez-vous, General Barine. La vérité n'a ni honneur ni pays. Il faut l'admettre telle qu'elle est. Jacques Turner, Agence France Presse. Hi, hi, hi there. Tous les griots me disaient de rester. Je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient. Ja, sie tun die ganze Gesellschaft verängstigen. Sie machen da mit. Das ist doch unglaublich. Wie der klassische Mal Kantonsarzt von Tessin war, ist sie auch eine Satansdienerin, die uns manipuliert, absichtlich, damit eine interessierte Affe rumlaufen, damit die Kinder traumatisiert werden. Wir haben. Der Corona-Gegner und politisch Querkopf Stefan Theiler lässt seinen Verbalangriff festhalten. Schau, das ist Kantonsärztin! Das ist eine, die uns zu Nächten machen. Niemand anders. Er ist der Kantonstierarzt. Ein Freund vom Tell, ein Mann aus Altdorf, zwickt den Mais auf das Maul. Und dieser, der den Hut bewacht, geht um gar nicht faul. Ich hatte die Sperre zweimal. Ja. Wir haben uns 3 Jahre nicht mehr dürfen Schaf baden. Wir sind immer dürfen baden. Aber ich habe es badet. Ich habe es gleich badet. Die eigenen Schäfler haben mich hier verklagt. Du hast es nicht gemacht? Ja, 12. Mai habe ich alle Schafe ins Muttertal hineingeführt. Ich habe gefragt, also ob ich das Bad hätte am Kanton gehört, ob ich das benutzen durfte. Und dann habe ich das Wasser habe ich selber eingeladen, das Mittel habe ich auch gehabt, dann habe ich die Schafe gebadet. Am Montag am Morgen habe ich schon die Sperre gehabt. Hey, da bin ich aber im Flug zu einem Mann. Die Frau, ja, Black Lives Matters. So schwarze brauchen wir nicht. Wir brauchen Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Kanton Bern steht voll und ganz hinter der Kantonsärztin Linda Narte ihr Corona-Pandemie und will jetzt rechtlich vorgehen. Die einen, die von Österreich, die nehmen für die Wachpartei. Die anderen, die von Altdorf für eine Tell-Einschlägerei. Man kann einen Dialog führen, aber Leute persönlich bedrohlich angehen auf dem Trottoir, das geht gar nicht. Das gehört nicht zu unserer Gesellschaft, das gehört nicht zu unserer Kultur. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt sehr schnell aufhört. Corona-Skeptiker haben diesen Nachmittag auf dem Bundesplatz für Chaos gesorgt. Hey, da bin ich aber im Flug zu einem Mann. Was heisst denn das, Sperrig? Das kannst du nichts mehr machen. Wenn du die Sperrig hast vom Kantonstierarzt, machst du nichts mehr. Du darfst ja kein Tier mehr verkaufen, überhaupt nichts mehr. Was? Und das ist, wann war denn das? Ja, das ist 90er Jahre. Ah, das ist noch früher. Ja, 3 Jahre nicht mehr dürfen, aber ich habe 3 Jahre immer gehabt. Und dann haben sie mir die eigenen verklagt. Das hat der Dr. Risi an mir, als er pensioniert wurde, im Nachhinein hat er mir schon danken und gesagt, dir gebe ich die Hand nie. Und dann hat er gesagt, deine eigenen Kollegen sind zu mir. Er hätte ja nicht gewusst, dass ich bade. Aber hat mir auch nie gesagt, wer. Das ist ja gleich. Also machst du das viel im Jahr? Oder? Ja. Einig. Im Jahr. Zolken, im Frühling, oder? Ja. Im Frühling. Und stell dir vor, die haben es ja. Im Begleitdokument, hinten heisst es. Hinten, Begleitdokument. Die Schafe müssen gebadet sein. Hey, ist hinten gestanden. Aber?
Das ist schon gestanden. Ja. Ich habe so noch gesagt zu Risi, da musst du aber das wechseln, der Artikel. Da müsst ihr das wechseln. Da steht im Begleitdokument, die Schafe müssen gebadet sein. Mhm. Aber sie wollten 3 Jahre impfen, Impfstoff reinjagen. Ja. Ist der wahre Tatsache? Deswegen ist es wichtig, weißt, dass man zurückschaut und nach Zusammenhang kann. Aber da bist du allein Kämpfer. Bist du allein Kämpfer? Bist du allein Kämpfer? Ab nächster Woche werden in der Schweiz zum zweiten Mal alle Rinder und Schafe gegen die Blauzungenkrankheit geimpft. Der von Mücken übertragene Virus kann bei Tieren zu Lahmheit, Entzündungen und in seltenen Fällen zum Tod führen. Die Tiere leiden. Für die Menschen ist die Krankheit ungefährlich. Die offiziellen Bauernverbände begrüßen die obligatorische Impfung. An der Basis allerdings gibt es starken Widerstand. Immer mehr Bauern wehren sich gegen die staatlich verordnete Impfung. Viele wollen sie dieses Jahr gar boykottieren. Michael Steiners Beitrag zeigt, weshalb. Aber sie haben nicht gewusst, dass 40 noch kommen. Aber das war's. Dann sind wir reingelaufen, über auf, über die Schrägen auf. Wir sind aus allen Büro rausgeschaut. Jede Kuh, jedes Schaf, jede Ziege musste herhalten. Die Spritze war obligatorisch. 2 Millionen Tiere wurden gegen die Blauzungenkrankheit geimpft. Es war die größte Impfaktion der Schweiz. Eine Impfaktion, deren Folgen noch nicht ganz absehbar sind. Denn jetzt klagen die Landwirte und melden Beunruhigendes. Nach den Impfungen sind vermehrt Tiere tot geboren worden. Es berichtet Marc Meschenmoser. Seit 35 Jahren züchtet Bauer Karl Fischbacher Schafe. Aber so etwas wie nach der Blauzungenimpfung Mitte Juni hat der Toggenburger Bauer noch nie erlebt. Mindestens 15 sind gestorben, Muttertiere ist eingegangen und die Jungen, die wir noch haben, die sind zum Teil auch viel zu früh auf die Welt gekommen. Die sind viel zu klein, die wir Weile haben, bis nur so gross sind wie die Lämmchen. Das ist alles von dem Impfen. Und wie es dann wieder zu tragen können, wie lange das da geht, bis wieder Junge haben, da geht sicher ein Jahr, wenn sie überhaupt wieder zu tragen können, über den Abend. Und stoßt mit ihr Hellebarden einen mit dem Bauch, da kommt schon das Volk von Uri zu springen, Donner, jetzt geht's rauch. Schwach wurde. Ja. Ja. Dort der gleiche eigentlich noch ich. Wir haben immer zu allen gesagt, ich muss dort lassen. Und dann haben die ein Problem. Ja, ja. Die haben ein Problem. Aber er hat die. Und dann sind sie nur einmal geimpft und die Impfung ist ja zweimal gegangen. Der linke Toni oder der jetzige Toni hat das gemacht. Also dann hat man Tiere schon früher geimpft? Ja, ja. Also das ist und da hat er viel hat verworfen. Nein, das Tier die Jungen verloren. Die haben einfach kalt rausgerührt. Ja. Viel. Ich weiss, es ist schon Totgeburt gegangen. Wegen der Impfung. Echt? Ja, ja. 15 Totgeburten. Nebst dem finanziellen Schaden bleibt dem Schafzüchter auch eine Wut auf die staatlich verordnete Impfaktion. Nicht impfen. Ah, mein Ding. Sind Sie dann gezwungen worden? Ja, ich war Vorschrift. Und dann hat es geheissen. Dem und dem Tag kommen und dann tut man die impfen. Also, dann wird man sie, oder? Und dann musste ich zum Risi. Dann hat er gesagt, die Tiere werden geholt. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage dir jetzt eins. Es sind 180 Rinder in Milchbühlen, die nicht geimpft sind. Vor allem Urnerrinder, weißt du, der jetzt wieder genug Redel. Dann gehst du die aber zuerst holen. Dann gehe ich meine Schafe auch. Es ist ja kein einziges geholt. Corona! Es ist ein gemachtes Horen. Fecker Spiel, aber ihr checkt es jetzt noch nicht. Ihr checkt es jetzt noch nicht. Ich bin nur eine Hilfsschule, aber ich check es. Es ist eben lustig, es gibt, wie höher das der Bildungsgrad ist, desto schneller sind sie blockiert. Ja. Oder? Weil sie haben noch mehr investiert. Ja. Ihnen das auf allen drei Schulstufen eingekämmert, die Birne, oder? Und sie haben es gelernt, und sie haben Aufsätze darüber geschrieben. Oftmal kurz vor dem Äpfelschuss, der Lehrer kommt als Tell. Sein Sohn, der fragt nicht dies und eins, da ruft er den schnell. Wo unter dem Hut als Wach ist gestanden, so dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er in der Schule denn nichts recht gelehrt? Aber wie ist denn die Blauzungenkrankheit bekannt worden? Ja, sie hat gesagt, ihr habt Blauzungen. Weißt du, zum Beispiel, da sind Fälle auftreten, die Blauzungen hatten. Aber das haben wir noch nie beweisen können. Und dann haben sie einfach
Gesamtschweizerinnen impfen. Bei dir. Aber nur im Kanton Schweiz, in der ganzen Nein. Schweiz. Das war in Schweiz wie die Blauzunge. Hat die daher gesagt, da werde ich geimpft. Jedes Tier muss geimpft werden. Aber vor 8 Jahren eben hast du deine Schafe geschützt, dass die nicht geimpft werden. Und du hast es geschafft? Ja, hast es geschafft. Haben es dann noch andere auch geschafft? Ja, ja. Alle 60 haben wir es geschafft. Wir haben noch, sie haben die einen haben es verurteilt. Wollen. Da in die Schweiz oben. Und dann ist noch das Fernsehen gekommen. Und dann sind wir etwa 40. Und der hat ein bisschen Angst gehabt. Der Schwächste haben es. Weißt du, Horrid, von Lauers. Der Schwächste haben es genug. Und dann haben wir das gewusst, dann haben wir zu ihm gesagt, du musst keine Angst haben, wir stammt hinter. Wir kommen da mit. Und dann haben wir an zwei müssen, da am Ratshaus oben sein. Aber sie haben dann nicht gewusst, dass 40 noch kommen. Aber das nicht wär's. Dann sind wir reingelaufen, über rauf, über die Schnecke rauf. Die sind aus allen Büros rausgeschaut. Dann sind wir dort. Da war der Richter, ich bin so voran. Wir haben gesagt, wir sagen nichts. Nur immer so gelogen. Hey, das hat die Schweißperlen gehabt. Dann hat er zu mir gesagt, ich müsste nicht durch, weißt du? Dann bin ich auf die andere Seite durch und dann haben wir das Kündigungserwin. Das war doch auch. Sicher? Ja, sicher. So haben wir es gelogen. Der hätte schon nicht mehr reden. Das macht aber Eindruck. Dann haben wir wieder gehen können. Vielleicht war es ja auch eine Lüge mit der Blauzunge. Sicher war es eine Lüge. Und das Galon ist ja noch eine Lüge. Ja. Es ist schon ein Virus rum. Das sage ich schon. Es ist sicher etwas rum. Es war alle Jahre eine Grippe. Ja, ja. Eine Grippe war immer im Winter, als es einen Haufen gekrümmt hat. Das war immer. Früher bei der spanischen Grippe. Ja. Weißt du, wie viel hat das Deck gekrümmt? Mehr wieder bei der Corona. Aber ist auch ein Lug drin. Das ist auch eine Impfung. Die hat es auch Impfungen gemacht. Die Impfungen genau das Gleiche. Da steht etwas. Viele Bauern wie auch die Steinenberg im Kanton Schweiz weigern sich, ihre Schafe und Kühe gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. Es schadet den Tieren mehr als nützlich. Der Impfprotest hat jetzt aber seit heute Folgen. Tiere, die nicht geimpft sind, dürfen weder transportiert noch im Sommer auf die Alp gebracht werden, weil sie andere Tiere könnten anstecken. Raphael Amrein berichtet über einen Bauernaufstand. Sie alle sind auf Steinerberg gekommen, um sich gegenseitig Mut zu machen im Kampf gegen den Impfzwang vom Veterinäramt und das Transportverbot von ihren Tieren. 70 Bäuerinnen und Bauern aus der Region versammeln sich auf dem Würzlihof und berichten von den schlimmen Nebenwirkungen, die der Impfstoff gegen Blauzungenkrankheit mit sich bringen. Also bei den Geissen habe ich es vor allem gemerkt, die Gitzi haben, die es geworden sind, Symptome gezeigt nach einer Vergiftung. Dann hat es die Ohren geschält und sind einfach leblos gewesen, haben nicht saufen. Also wir haben vor allem Totgeburten bei den Kühen. Bei den Geissen haben wir 3 Geissen, die nicht tragen. Das ist, und eine Geiss, die gibt keine Milch, die müssen wir jetzt wegtun. Wir haben ganz blauäugig an diesen Veterinären geglaubt und wir haben also keinen Widerstand geleistet und nichts. Dann haben sie den Stier geimpft bei mir und von dort weg hat er keine Kuh mehr aufgenommen. Die Emotionen gehen hoch. Denn auf dem Beipackzettel vom Medikament steht tatsächlich, dass die Hersteller vom Impfstoff weder die Auswirkung auf die Samenqualität von Stieren noch die Übertragung von Antikörpern von der Mutter aufs Kalb untersucht hat. Gegen sie richtet sich die Wut der Bauern. Tierärzte Sepp Risi und Toni Linki vom zuständigen Laboratorium der Urkantone Schweiz, Uri, Ob und Nidwalden müssen dafür sorgen, dass die Landwirte ihre Tiere impfen. Täglich bekommen sie Anrufe von Impfverweigerern. Das ist eine Palette von hochanständigen Telefonen, sehr langen Telefonen in der Regel. Aber das geht auch bis zu massiven Drohungen in Einzelfällen. Ja. Der Flat Spinner, der Flat, ich lege da keine Maske an. Ich lege sicher keine Maske an. Das Totschlag sollte man alle, was soll es vorschreiben? Sollte man alle das Totschlag, was soll es eigentlich vorschreiben? Yo-ho-li-ho, yo-ho-li-ho, yo-ho-li-ho.
Juhu, juhu. Leute plagen Leute, wegen nichts und leiden nichts. Nein, ich habe ein paar Gäste. Jetzt haben wir noch eins Maroni. Ja, würden Sie bitte schnell aufstehen? Das ist ein wichtiges Buch. Kennen Sie das? Chronik einer angekündigten Krise. Genau. Aber tun Sie solche Sachen nicht? Nein, Sie können nicht kontrollieren. Also. Nein, ich habe nachgemacht. Also lassen Sie zu. Ich steige jetzt mit uns aus, nehmen Ihre Sachen selber mit. Und sonst steigen wir mit denen aus. Und dann sind Ihre Sachen noch im Zug. Das ist Ihre Wahl. Leute plagen Leute, wegen nichts und leiden nichts. Manchmal wegen Geld, man bringt's nicht von der Welt. Jeder muss eins gehen und alles hier lassen. Sonst geht kein Lohn, jeder kommt zu seinem Lohn. Juhu, juhu. Etwas. Manchmal wäre man gescheiter, man wäre schleuer. Ich war geheilt. All right.